Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem RC-Kanal und in meiner RC-Garage. Heute geht es wieder um ein Gruppenfahrzeug, um den Element Enduro Nightrunner Trail Truck. Ist der Nightrunner von Element Enduro. Ja, hier haben wir jetzt auf den ersten Blick echt auch eine sehr schöne Karosserie. Ich weiß gar nicht, welchem Fahrzeug das jetzt nachempfunden ist. Ob es der Raptor ist oder der Ranger oder keine Ahnung. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, aber ich finde die echt sehr, sehr schön. Wir haben jetzt keine Hardbody-Karosserie, sondern eine Polycarbonat-Karosserie. Also sie ist flexibel, auch nur mit Stiften angebracht, aber macht trotzdem einen sehr stabilen Eindruck. Bei der Karo gefällt mir auch sehr gut so die Anbauteile, so wie Luftschnorchel, Scheibenwischer, Spiegel und die Türgriffe. Besonders die Türgriffe, die sind proportionstechnisch echt sehr gut getroffen. Ja, dann haben wir noch, wie wir seitlich schon sehen, Trittbretter. Aussehen jetzt, ob hier Rohre lang gehen würden. Mal gucken, ob die nachher hilfreich sind bei der Testfahrt oder ob eher hinderlich sind, weil die doch hier eine sehr scharfe Kante haben. Ja, dann sehen wir auch gleich die Bereifung. Hier haben wir auch die Originalbereifung. Wie gesagt, das Fahrzeug ist RTR, alles noch original. Und hier haben wir, ich denke mal, es sind auch AT-Reifen oder so von General. Ist gar nicht drauf, ob es AT oder so sind. Durchmesser denke ich mal auch so knapp die 100er. Breite vielleicht 30er. Sehr weichen Eindruck. Sehen auf jeden Fall optisch sehr gut aus. Ja, dann haben wir noch im vorderen Bereich angedeutete Lichter. Oh, der hat auch schöne Optik, finde ich, von vorne. Also macht echt was her. Echt sehr, sehr gut aus. Ja, dann haben wir im vorderen Bereich angedeutete Lichter. Hier handelt es sich nur um Sticker. Was ich richtig gut finde vom Anbieter ist, unter den Stickern, wenn er die abzieht, ist es klar. Da wurde nicht lackiert. Sprich, ihr habt es leichter, da ein Lichterset einzubauen. Weil viele Anbieter doch alles gerne überduschen, von Scheiben bis Lichter. Und die dann wieder klar zu kriegen, ist eine Schweinearbeit und teilweise fast unmöglich, die wirklich richtig sauber klar zu kriegen. Wirklich mit sauberer Kante und so. Und da finde ich das doch sehr angenehm. Ja, dann haben wir vorne eine sehr schöne Stoßstange, muss ich sagen. Und wackelt jetzt ein ganz kleines bisschen, aber ist echt nicht viel. Sehr stabilen Eindruck. Wir haben vorne auch eine Möglichkeit, eine Seilwinde anzubringen. Kleine LEDs verbaut, nur hier unten im Bereich. Was ich auch gut finde, die Stoßstange geht wirklich Fender rüber. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht hier. Also sprich, wenn man irgendwo gegen eckt, werden die Fender nicht gleich betroffen, sondern es rutscht erstmal ein Stück dran vorbei. Ja, dann gucken wir uns mal den hinteren Bereich an. Hier natürlich dasselbe Spiel mit den Lichtern, ist natürlich auch klar darunter. Ja, wir haben hier einen Zeltaufbau noch drauf. Ein Dachaufbau irgendwie. Natürlich nur Attrappe kann man nicht ausklappen. Man kann den natürlich auch abnehmen, auch ohne fahren. Was auch sicherlich ganz gut aussieht. Ja, dann haben wir hier hinten auch noch eine Plastikstoßstange verbaut. Ich denke mal auch aus hochfestem Nylon, genauso wie vorne. Jetzt sogar noch weniger Spiel. Dann haben wir hier noch eine Hängerkupplung aus Aluminium dran. Die wurde aber nachträglich jetzt dran gemacht. Und ja, das sieht echt ganz gut aus. Auch im hinteren Bereich. Also der kann sich echt sehen lassen, muss ich sagen. Was ich auch gut finde bei der Karosserie, man kann die in drei Variationen fast fahren. Also sprich, man kann das hier oben weglassen. Dann hat man halt mit Ladefläche. Man kann aber auch die komplette Ladefläche nur entfernen.
indem man hier die Splinte ganz normal rausmacht. Dann sind hier Schrauben, ist ein Plastik hinter, wo Schrauben reingehen. Und wenn man die entfernt, kriegt man wirklich diesen hinteren Bereich ab hier hinweg. Das war ein richtiger Trail-Truck hat. Sieht sicherlich auch ganz gut aus. Und man hat halt, wie gesagt, die Möglichkeit auch mal zu variieren. Ruckzuck, ohne irgendwie Großgeld auszugeben, ist eine sehr schöne Idee. Von der Stabilität her, mal gucken, wie sich, also wenn es jetzt so fest ist, macht es einen sehr stabilen Eindruck. Wenn sie ab ist, denke ich mal, wird es ein bisschen schwammiger. Aber so macht es echt top, kann sich sehen lassen. Ja, und dieses Fahrzeug hat jetzt eine Gesamtlänge von, das war glaube ich 482, nee, 462 mm. Eine Breite von 236 mm und der Radstand beträgt bei dem Fahrzeug 325 mm. Auch das Fahrwerk, also das ist mir jetzt schon vorhin beim Umdrehen aufgefallen. Oh, das sieht so geil aus. Also sowas kann ich ja ab, ne? Also von der Seite sieht das auch richtig genial aus. Ich will euch noch mal kurz zeigen. Also da bin ich auch gespannt drauf, wie das nachher arbeitet. Weil der verschwindet wirklich genau Kante der Reifen. Und das echt, fühlt sich echt richtig gut an. Ja, dann hätten wir jetzt, glaube ich, karosserietechnisch so im oberen Bereich alles gesehen. Den unteren Bereich würde ich sagen, schauen wir uns auch mit an, wenn wir uns anschauen, was unter der Karo befindet. Weil dann kann man das auch besser, glaube ich, sehen, als wenn jetzt die Karo da noch montiert ist. Um die Karo zu entfernen, wenn man den Aufbau hier oben drauf hat, muss man erst hier vier Splinte abmachen, um das hier abzukriegen. Ich habe es schon mal vorbereitet, dann nimmt man das einfach ab. Dann befinden sich hier noch zwei Splinte für den hinteren Bereich und vorne natürlich die Splinte für den vorderen Bereich. So, dann entfernen wir mal die Splinte. So, mal aufpassen, die fliegen ganz gerne weg. Und suchen, das ist immer doof. Genau, einmal abnehmen. So, dann drehe ich den Kollegen einmal um, dass wir mal besser anschauen können. So, und nehme euch mal mit. So, wie wir sehen, ist alles sehr, sehr übersichtlich. Erinnert, muss ich sagen, auf den ersten Blick ein bisschen an Really. Ja, doch. Auch hier haben wir nämlich ein Chassis aus Stahl, hohl. Auch die Anbauteile so erinnern stark daran, wie die Halterung, die Querstreben. Nee, aber hier muss ich sagen, ist alles viel stabiler. Weil wenn ich das immer beim Really gemacht habe, hat sich das ganze Chassis mitgedreht. Aber hier nicht. Das ist cool. Ja, was sehen wir noch? Ja, wir sehen hier eine Auspuffanlage mit Endtopf. Schöner würde ich es finden, wenn das hier hinten jetzt silber wäre und vielleicht auch hohl. Was ich gerade nicht so schön finde, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da unten ist so ein Plastikding, da haut die Auspuffanlage drauf. Sprich, er kann dadurch ein kleines Stück fehlt ihm zum Endpunkt einfedern. Lege ich das so drauf. Sorry für gerade kurz die komische Aufnahme. Jedenfalls ist da hinten so ein Plastikknöpfel von der Auspuffanlage, da sieht man es. Der schlägt da hinten auf. Weil da hätte er noch ein bisschen gekonnt. Aber na gut. Ja, ansonsten im hinteren Bereich gibt es jetzt nicht weiter viel zu sehen. Außer was mich gleich anlächelt und sehr stark an Really erinnert, sind die Wellen, die Antriebswellen, die Kardanwellen. Und zwar Plastikstifte,
also Hülsen, wo dann so ein Kreuzstift reingeht aus Alu. Aber auch hier weniger Spiel als bei Really, muss ich sagen. Der hat auch gut Spiel, aber trotzdem, ja, sitzt gut. Ja, die Links auch dann Stahllinks mit Plastikgelenken und das sind sogar Plastik-Lagerhülsen. Das würde ich vielleicht austauschen, weil die sehr schnell gerne ausschlagen. Kommt drauf an, wie oft man und wie stark man das Fahrzeug beansprucht. Ja, zudem rutschen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Haben wir hier hinten Empfängerbox. Sehr stabilen Eindruck macht das Ding auch. Auch einen sehr dichten Eindruck auf jeden Fall. Boah, das ist wirklich massiv. Ja, daneben haben wir gleich einen Motor sitzen. Das ist von der Firma, also die ganze Elektronik ist von der Firma Ready Power. Wie gesagt, Ready to Run ist das alles drin. Die Firma kenne ich jetzt nicht so. Aber mal schauen, was die so kann, die Elektronik. In dem Fall haben wir jetzt ein, was war das, 16 Turn, also 16 T, 5 Slot, Brush Head Motor. Und ja, der wird gespeist durch einen Fahrtenregler, natürlich auch von der Firma. Wie gesagt, ganz Elektronik ist davon. Hier handelt es sich um einen Fahrtenregler. Ich weiß gar nicht, der hieß irgendwas mit SC480X, glaube ich. Und der kann von 2 bis 3 S-Lipo und 5 bis 9 S-NEM und hat 80 Ampere. Also kommt der ungefähr fast gleich mit dem von Hobbywing, sage ich mal. Also ich würde mal sagen, so ein Zwischending zwischen 1060 und 1080. Von der Amperezahl würde ich eher sagen 1080. Aber dann müsste der ja irgendwo da. Warum hat der einen Zapfen da drin? Da muss ich mal googeln, was das da heißt. Weil dann kann man den ja auch programmieren. Da muss ich mich nochmal schlau machen, das wäre interessant zu wissen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist der wie normaler. Macht dann auch von 6 Volt bis 7,4 Volt. Und ja, in dem Fall, wie gesagt, wird er über ein Lipo angetrieben, 2S gerade. Könnte normalerweise, wie gesagt, bis 3S. Aber ich denke mal, bei dem Motor 16T5 Slot wird die Kombo ausreichend sein. Beim Single-Getriebe jetzt hier und Mitteldifferential, weiß nicht, wie da jetzt die Übersetzung ist. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, alles original. Das Metallgetriebe müsste da sogar drin sein. Und also vom Hauptzahnritzel her ist doch schon ein ganz guter Durchmesser. Es wird echt eine gute Übersetzung haben. Ich denke mal, Rennen wird man damit jetzt nicht gewinnen, aber ich denke mal, der wird eine gute Performance abliefern mit der Übersetzung. Ja, sonst haben wir noch eigentlich den Lenkservo noch. Der ist auch wie gesagt original drin, auch von der gleichen Firma. Hier handelt es sich auch um einen mit einem Metallgetriebe drin. Digital-Servo und bei dem lag, glaube ich, die Stellkraft bei 13 Kilogramm. Ja, ich glaube, 13 Kilogramm war das. Ja, hier sitzt er auch im Chassis, wo ich eigentlich kein Freund von bin, aber bei dem Fahrzeug, das hat eine Besonderheit, was die Lenkung und überhaupt das vordere Fahrwerk angeht. Und dadurch ist das gar nicht spürbar oder eigentlich gar nicht vorhanden. Dieses Spiel mit dem Hin- und Herwackeln vom Chassis. Aber das gucken wir uns gleich an. Ja, und dann haben wir hier noch ein Soundmodul. Ja, kenne ich jetzt nicht die Firma. GT Power. Mal schauen, wie sich das anhört und was das genau noch kann. Vielleicht finde ich da auch noch was raus. Ja, dann haben wir vorne noch zwei LEDs verbaut in der Stoßstange und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ist sehr übersichtlich alles aufgebaut.
Ich denke mal auch so ganz gut für Anfänger oder für Leute, die jetzt keinen Bock haben auf groß Schnickschnack, einfach nur ein bisschen fahren wollen. Perfekt. Ja, ansonsten schauen wir uns jetzt, denke ich mal, das Fahrzeug von unten an. So, wie wir hier schon mal im hinteren Bereich sehen, das hat sich schon gezeigt, die Auspuffanlage, Halterung, genau wie die links. Hinten eine Starrachse, natürlich eine normale, keine mit Portalen. Hier natürlich auch gesperrt. Oh, lässt sich auch gut bewegen, muss ich sagen. Also fühlt sich auch schön geschmeidig an. Ja, dann haben wir hier noch die Bodenplatte. Natürlich auch aus hochfestem Nylon oder Kunststoff. Genauso wie die Seitenplatten. Das sind die Trittbretter von vorhin. Wie gesagt, da bin ich gespannt, ob man hier vielleicht an einer scharfen Kante hängen bleibt, weil das ja doch sehr grob ist. Ja, zudem sieht man hier gleich eine Rutsche. Und zwar, weil das Fahrzeug Einzelradaufhängung hat. Ja, da bin ich echt mal gespannt drauf. Denn ich kenne sowas sonst nur, ich weiß nicht, ob ihr die Fahrzeuge kennt, Chuffy Trucks oder besser gesagt Baja Trucks, dass die sowas haben. Wie es jetzt im Crawler-Bereich, so im Gelände tauglich ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne echt eigentlich kein Fahrzeug, was das hat in dem Bereich. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, welche Fahrzeuge das noch alles haben in dem Bereich, also auch 1 zu 10er Scale oder Crawler Bereich, würde mich echt mal interessieren. Denn für mich ist das hier echt Neuland, erst recht, wie das nachher im Gelände arbeitet. Aber ja, und ich bin halt hier auch gespannt drauf, wie das alles arbeitet. Hier ist zwar eine gute Rutsche, wo es eigentlich recht gut abgleiten kann, aber im vorderen Bereich ist das doch sehr, sehr schräg. Man hat hier eine sehr scharfe Kante. Mal gucken, wie oft man da hängen bleibt. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich ja eigentlich schon Freund von Einzelradaufhängung. Also kann mir schon gut vorstellen. Ich kenne das ja, wie gesagt, aus dem Baja-Bereich, dass das gut arbeitet. Denn der Vorteil ist hier dran, wenn ein Reifen hochgeht, der andere Reifen bleibt immer gerade auf der Fläche, also die ganze Profilfläche. Ne? Macht man das aber bei einer Starrachse. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Dann steht er auf der Außenflanke. Ne? Sprich, weniger Profil, was aufkommt. Und das ist eigentlich ein Vorteil. Ja, Nachteil ist halt, dass man hier viel Schnickschnack hat. Ja, da bin ich, wie gesagt, auch gespannt drauf, wie das läuft. Ansonsten ist das echt alles gut gelöst. Wie gesagt, wenn der lenkt, dann arbeitet da so gut wie gar nichts. Gut, das wird jetzt durch meine Handbewegung sein. Denn es wird über ein Umrollsystem, also Umlenksystem, hier ist eine Aluplatte, die geht hinten durch zur anderen Seite halt. Wiederum von da aus ist wieder so ein kleines Gelenk, was rüber geht. Und dann zum Servoarm. Oh. Umdrehen könnte ich es ja auch mal. So, da. Und durch diese Umlenkung wird das irgendwie aufgehoben. Und natürlich, weil das Einzelradaufhängung ist. Was ich auch ganz gut finde, man kann hier den Sturz und den Winkel einstellen von den Reifen. Ne, ob man lieber geschlossen fahren möchte oder offen oder vom Sturz her mehr oder weniger. Das finde ich auch ganz schön. Schade nur, wie gesagt, auch hier Kunststoff, Metall, Kunststoff. Sowas eiert ganz gerne mal aus. Positiv ist, es eiert meist das hier nur aus, das bleibt dann meist heile, aber auch hier Kunststoff. Aber wiederum, er hat echt ein gutes Gewicht jetzt schon. Ich denke mal, wenn er noch mehr Metall wäre, dann müsste man auch eine stärkere Elektronik reinhauen und so. Ja, das Fahrzeug selber jetzt, wie gesagt, die Maße hatte ich ja vorhin, glaube ich, angegeben.
Aber nochmal so, ich glaube, wie gesagt, das waren 462 mm lang, in der Breite 236 und der Radstand war bei 325. Eigentlich ganz schön riesig für so wenig Innenleben. Ja, dann würde ich mal sagen, ich baue den guten mal zusammen. Und dann gehen wir raus auf die Strecke und schauen mal, was er so kann.
So, da sind wir zurück in der RC-Garage, zurück von einer kleinen Probefahrt. Ja, ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht worden von dem Fahrzeug. Ich denke mal, ihr habt das auch in den Videos gesehen, dass er da sehr gut durchgefahren ist und es auch sehr, sehr schön aussah. Und in Real sah das sogar noch geiler aus. Und ich kann euch echt sagen, also es gab ja ein paar Sachen, wo ich ein bisschen skeptisch am Anfang war. Das war die Elektronik, die Reifen-Felgen-Kombo. Und vorne die Einzelradaufhängung. Fangen wir bei der Elektronik an. Also da wurde ich echt überrascht, denn ich dachte erst so, der ist so ein bisschen wie der 1060er. Man kann so ein bisschen mitfahren, aber so wirklich, ja, Performance und gerade so optisch Performance liefert er nicht ab, gerade weil es bergab oder bergauf geht. Bei dem Modell muss ich echt sagen, dieses Really oder Rally Power, ich glaube Ready Power hieß das genau, ist echt Sahne. Man kann sehr langsam anfahren, auch langsame Geschwindigkeiten beibehalten, ohne dass er ruckelt, irgendwas komisch macht. Auch obenrum macht er gut Leistung, auch gutes Drehmoment, was ihm auch hilft, überall gut rüberzukommen und sauber. Endgeschwindigkeit, man gewinnt jetzt keine Rennen mit ihnen, auch wegen der Übersetzung nicht, aber dafür kommt er sauber und gleichmäßig schön überall durch. Ja, bei der Einzelradaufhängung muss ich sagen, bin ich auch sehr positiv überrascht. Und er hat halt auch wirklich bei Verschränkung immer Bodenkontakt gehabt. Es kam nicht einmal irgendwie im Moment, dass der Reifen auch irgendwie mies auf der Karkasse lag. Weil dadurch, dass er gerade verschränken kann, nicht wie bei einer starren Achse, dass dann ein Reifen ein bisschen mehr auf der Flanke liegt, sondern hier stehen wirklich die Reifen immer gerade, hat er wirklich immer Grip drauf gehabt, ne? Ja, und auch vorne mit der Vertiefung, mit der Platte, dachte ich erst, dass ich da öfters hängen bleibe, aber was nur einmal kurz passiert. Und ja, was denke ich mal auch noch zum Vorteil ist, dass es hier so aufgebaut ist wie beim Baja Truck, die Aufhängung, dass einfach der Schwerpunkt jetzt so viel, viel niedriger ist. Ist auch ordentlich Material, was da verbaut ist. Und niedrig meine ich wirklich niedrig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht auf dem Video, meine Hand. Also Tisch, ne? So, jetzt komme ich oben gegen schon. Das ist wirklich nicht viel Bodenfreiheit, ne? Aber trotzdem kommt er komischerweise überall durch und hat aber dafür auch einen verdammten tiefen Schwerpunkt vorne, was ihm auch gleichzeitig zugute kommt in Schräglagen. Weil ich hatte auch einen Moment, da war er wirklich irgendwie so irgendwie auf der Kippe, dachte er kippt gleich, aber nö. Wahrscheinlich einfach, weil er echt so einen krassen Schwerpunkt hat, ne? So niedrigen, besser gesagt. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat da ein sehr schönes Fahrtbild abgegeben, auch was eine Verschränkung angeht und wie die Reifen dann da drin gearbeitet haben in Radhäusern und echt richtig geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Besonders, sage ich mal, Anfänger, die jetzt keinen Bock haben auf groß Schnickschnack, Elektronik, was groß kaputt gehen kann, sondern wirklich nur fahren möchten ein bisschen. Und wenn hier mal was kaputt geht. Es ist wirklich sehr übersichtlich, dass selbst, sage ich mal, ein Laie jetzt rüber gucken könnte und sagen könnte, oh, das ist aber kaputt, glaube ich. Das sieht richtig kaputt aus. Oh, macht das Fahrzeug an und sieht es direkt. Na, weil es ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Na gut, dieses Fahrzeug kostet jetzt, ich glaube, zurzeit 400 bis 440 Euro, glaube ich. Bei 440 Euro würde ich es mir vielleicht nochmal ein bisschen überlegen, doch ein bisschen Schnickschnack, weil da gibt es einige Anbieter, da kriegst du dann schon Diffsperre und Zweiganggetriebe. Und ja, da muss man halt jemanden mal nach Hilfe fragen, wenn was kaputt geht. Aber bei 400 Euro oder ich sag mal, wenn man es da drunter auch schon kriegt oder die to run, ist das echt eine sehr, sehr gute Lösung für Anfänger. Wie gesagt, es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, das Fahrzeug durchs Gelände zu juckeln und auch zuzugucken, wie alles arbeitet. Ja, und ich kann auch nur sagen, mit dem System Einzelradaufhängung vorne, macht das bitte gerne mal weiter. Können gerne noch mal ein paar Modelle so rauskommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt auch noch hinten das machen würde, aber ich denke mal, das würde sich zu doll irgendwie mal verhaken. Aber das ist auf jeden Fall ein geiles Prinzip schon mal. Würde ich gerne mehr Fahrzeuge von sehen, die das haben. Gerade so im Crawler- und Scaler-Bereich. Wie gesagt, eigentlich kenne das nur auch selber aus dem Baja-Bereich, Baja-Trucks.
Und da arbeitet das richtig geil, dieses Prinzip. Gut, die haben noch andere Dämpfer, aber die müssen jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche dicken Steine hochkraxeln. Aber gut. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Oder wenn ihr möchtet, würde mich auch freuen, abonniert den Kanal. Es werden jetzt noch ein paar Fahrzeuge kommen. Auch ein paar richtig geile, wo ich mich auch tierisch drauf freue. Ja, es werden natürlich auch noch ein paar andere Videos, noch ein paar Fahrvideos vielleicht zwischendurch jetzt kommen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.